brauchen wir tatsächlich einfach gar keinen Kinderwagen. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Mir geht's langsam wieder besser. Ja, es ist jetzt, wie sagt man bei einer Erkältung, 2 oder 3 Tage kommst, 3 Tage bleibst, 3 Tage geht's. Dann wäre ich eigentlich noch bei es bleibt, aber ich habe das Gefühl, es geht langsam wieder so ein bisschen. Aber war doch hartnäckiger als gedacht. Wir sind im Ehrwald, vielleicht kennt ihr das hier noch. Hier haben wir schon mal einen Vlog gemacht, da waren wir aber zum Skifahren hier. Wow. Wir haben nämlich von Freunden ein Wochenende im Ehrwald bekommen. Richtig cool. Zur Hochzeit haben wir, also habe ich, weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, aber nicht, ne? Zur Hochzeit haben wir das bekommen. Richtig cool. Jetzt sind wir hier zu viert und werden jetzt gleich ein bisschen rausgehen. Ja, noch ist das Wetter nämlich richtig schön. Gestern sind wir angekommen und waren an einem wunderschönen See. Es war so mega geiles, blaues, klares Wasser. Und jetzt geht es halt auf eine Wanderung. Ja, sieht herrlich aus noch. Wir sind jetzt ein Stück gefahren, also 5 Minuten, direkt hier an die Zugspitze. Und hier werden wir jetzt eine kleine Wanderung machen. Bist du bereit? Yes! Los geht's. Ja, weißt du dich auch, hä? Da geht's jetzt hin, ganz alm. Sobald wir laufen, so mein ganzer Körper tighter. Ja? Also nicht schlimm, nicht unangenehm. Aber der Bauch wird auf jeden Fall fester. Und dreht er sich dann auch? Oder das hat nichts damit zu tun? Ich habe das Gefühl, der legt sich dann so hier unten so rein. Wie eine Hängematte. Ja. Uiuiui, geil. Du winkst die ganze Zeit. Ja. Wir haben extra die große Kamera dabei, dann machen wir nachher Shooting. Ach, hast du dabei? Ja. Hier sind wir im Winter mit den Ski runtergedüst. Kannst du dich daran eigentlich erinnern? Ich bin nicht. Aber im Winter sieht eh alles anders aus. Im Winter sieht alles anders aus. Da sitzt die Alm. Auf dem Stein. Shooting time. Das sind Ameisen. Da. Das sind Ameisen. Ist da der schöne Background? Ja. Wir können sie auch da oben drauf stellen. Dann machen sie richtig süßes Hunde-Baby-Shooting. Ich mach's, komm. Ach so, ja, okay, so wäre ich auch dran gekommen. Ich wollte halt nicht aufs Bett steigen. Ach so, ja, gut. Nicht so groß bin ich auch nicht, dass ich so lange Arme habe, dass ich da mal hinten kann. Naja, aber ich bin fast hingekommen, dann dachte ich, kommst du ganz hin. So. Wundervoll machst du das. Top. Heute ist Montag. Das ist unser letzter Tag hier. Nachher fahren wir wieder heim. Und wir nutzen den Tag, oder was heißt, wir nutzen ihn? Wir gehen jetzt Minigolf spielen. Wie ihr hören könnt, bin ich immer noch nicht ganz fit. Und ich habe die Seuche leider auch auf Marie übertragen. Aber es geht. Ich habe ein starkes Mindset. Es wird schon alles nicht so schlimm. Das hoffe ich. Das hoffe ich schwer, sonst habe ich ein schlechtes Gewissen. Ja, wir gehen Minigolf spielen. War Nummer 1. Hast du mal ich darf Hier darf man schon, oder? Ich glaube auch, dass man auf die Bahn darf. Du hast ja auch erhöhtes Risiko, erhöhte Schwierigkeit, erhöhtes Handicap durch Bauch. Das geht eigentlich, ja? Alter! Alter! Almost. Jetzt Pressure ist hoch. Yay! Also Handicap Bauch scheint dich bisher nicht zu stören. Nö.
Vielleicht auch gut, vielleicht verlagerst du den Schwerpunkt optimal nach vorne. Vielleicht, ja. Stimmt. Marine mich hier absolut spitze. Ich glaube, das ist zu weit. Ich glaube, das ist zu weit. Komm, der geht rein. Kein Pressure. Wuhu! Mein Schatz, du stehst auf der Bahn. Ja, ich gehe dann weg. Wehe, wenn nicht. Die Sportlerin Marie Kugelblitz kann Geschichte schreiben. Komm. Das wäre auch geil, wenn die Kamera so zertrümmert. Das wäre auch gut. Ja. Alex, ach doch. Oh. So sieht eine Minigolf-Siegerin aus. Gerade wollte ich sagen, wie näppt sich so als Siegerin. Ja. Am letzten Tor, Runde, krankdominiert. Krankdominiert. Das ist auch den Vorteil. Ihr wart halt zu zweit und dann... Jetzt ist es auf einmal ein Vorteil. Vorhin wurde drüber nachgedacht, mir einen Schwangerschaftsbonus zu geben, weil ja mein Bauch im Weg sei. Jetzt ist es auf einmal... Ja, ist ja klar, dass du gewonnen hast, weil... Doppelte Präzision halt. Hey Boys, sieht zwar... schön aus, sah aber nicht schön aus, als wir reingekommen sind. Und hier wird inhaliert. Oh Mann, ey, so eine Miste. Erst letzte Woche habe ich hier inhaliert. Und jetzt bist du... Das tut mir richtig leid, weil ich die Seuche reingeschleppt habe. Gerade am Schneiden von diesem Vlog hier. Marie liegt heute leider richtig flach im Bett. Tut mir so leid, das ist echt so nervig hier vor allem. Das Blöde ist halt, dadurch, dass sie schwanger ist, darf sie zum Beispiel auch kein Nasenspray benutzen. Wusste ich auch nicht. Aber irgendwie, weil das halt so abschwellend ist, keine Ahnung warum, aber auf jeden Fall sei das nicht so gut. Deshalb ist sie halt komplett mit zu der Nase irgendwie. Und ja, meine Nase ist immer noch zu, aber ich konnte ja wenigstens Nasenspray benutzen, was es, finde ich, so krass erleichtert einfach. Wie es jetzt hier aussieht, habt ihr im letzten Vlog schon gesehen. Hier ist noch Chaos, das möchte ich ein bisschen aufräumen. Und ich filme das Ganze ja auch als Makeover-Video und ich möchte hier gerne vielleicht einen Surfbrett hinmachen, was ich lackiere. Ich habe nämlich noch ein altes, was nicht ganz so gut mehr ist, beziehungsweise kaputt ist. Und da habe ich gedacht, das ist doch cool aus, wenn ich das vielleicht irgendwie einfach in weiß lackiere und dann da aufhänge und vielleicht irgendwie ein Muster drauf mache oder irgendwas Cooles. Und zwar müsste das, das ist es. Da sind nämlich die Finnenkästen auch ausgebrochen. Das ist es. Und das ist hier vorne kaputt, da habe ich es aber auch nie repariert. Und dann da hinten ist es überall kaputt und hier drunter ist der Finnenkasten rausgebrochen. Und dann nehme ich das hier mal runter und schau mal, ob das nicht cool aussehen würde. Wenn das halt, oh Gott, ich muss das irgendwo abstellen. Wenn ich das irgendwie hier so komplett weiß lackiert hier hinhänge, fände ich das schon ziemlich cool. Ich glaube, das finde ich eine sehr gute Sache. Bevor ich das aber jetzt mache, gucken wir mal zu Marie. Und ich frage mal, ob sie was essen möchte oder ob sie irgendwas braucht. Hallo. Bist du der Hüter des Betts? Wenigstens irgendjemand, der nach Marie guckt. Oh. Dann schauen wir doch mal. Vielleicht irgendwie irgendwas mit Gemüsebrühe. Hab ich auch Lust drauf. Mal gucken, ob wir so kleine Nüdelchen oder so haben. Nee. Auf jeden Fall mal hier die Gemüsebrühe. Und dann habe ich das hier gefunden. Das sind zwar keine Suppennudeln, aber so diese mini-griechischen. Irgendwie haben wir die nie fertig gegessen. Ich glaube, das könnte ganz gut sein. Dann noch ein bisschen Gemüse rein. Und noch die Nudeln dazu. Und so sieht das fertige Süppchen aus. Ich habe auch noch Kichererbsen reingemacht. Ja, ich hoffe, es schmeckt. Das Essen war fantastisch gut.
Mir geht's eigentlich auch ganz okay, muss ich sagen. Also ich habe mir heute einfach einen kompletten Tag im Bett gegönnt, beziehungsweise mache ich jetzt auch wieder. Ich gehe jetzt auch wieder ins Bett. So zwischen Schlafen und einfach nur lesen oder rumgucken oder wie auch immer. Und ich muss sagen, das ist sehr, sehr angenehm. Das ist richtig wichtig, einfach sich dann so einen Tag, wenn man es kann, zu nehmen. Und das möchte ich jetzt halt, solange es noch geht, dann auch einfach voll ausnutzen, damit ich dann morgen langsam und übermorgen dann im besten Fall wieder richtig starten kann. Am Wochenende haben wir nämlich das nächste Shooting an beiden Tagen für unseren Shop. Und da muss noch einiges für vorbereitet werden. Und es ist dann gar nicht so einfach, im Bett zu liegen und den Kopf wirklich auszumachen, wenn ich so denke, oh, für unser Model muss ich noch den Zug buchen und ich muss die Verträge noch verschicken. Und ich muss noch planen, wer was anhat, in welcher Größe. Und die Teile müssen natürlich alle gesteamt werden und was brauchen wir alles und so weiter und so fort. Aber das sind alles meine Sorgen von morgen und übermorgen. Ansonsten ist letzte Woche auch noch was Cooles passiert. Freitag, da haben wir aber gar nicht gevloggt, deswegen haben wir es noch gar nicht erzählt. Wir haben eine Trageberatung gemacht. Es hat sich witzig ergeben, weil ich einer Followerin auf Instagram einen Kettenanhänger geschenkt habe, den sie bei mir gesehen hat, den ich jetzt nicht so dringend mehr gebraucht habe. Und sie wollte ihn mir abkaufen und ich habe ihn ihr geschenkt. Und daraufhin wollte sie uns gerne was zurückgeben und meinte, ihre Schwägerin bietet Trageberatung und auch Stoffwindelberatung an. Und ob wir da nicht gerne was machen würden, das würde sie uns gerne so zurückgeben. Und da hatten wir jetzt letzten Freitag eine Trageberatung. Das hat richtig Spaß gemacht, war mega spannend und wir haben direkt zugeschlagen. Und zwar haben wir jetzt hier so eine Ringsling und zwei Tragetücher. Das hier ist eins in 4,10 Meter Länge und das ist eins in 3,60 Meter Länge. Das ist so ein Grauton und das ist so ein Beige und die Ringsling ist in so einem Kaffeefarbenen Ton. Wir haben ja im Vlog immer mal wieder auch so unsere Reise begleitet, wie wir Kinderwegen angeschaut haben und so. Und im Urlaub haben wir einen Podcast gehört, Weniger tut Kindern gut, hieß der, glaube ich. Und der hat uns so dazu inspiriert, das Ganze nochmal so mehr zu hinterfragen und sozusagen, ja, vielleicht brauchen wir tatsächlich einfach gar keinen Kinderwagen. Ich weiß, viele von euch hatten das auch schon in die Kommentare geschrieben, aber manchmal muss man doch einfach selbst noch mehr davon überzeugt sein und der Punkt kam dann bei uns so an dem Zeitpunkt. Und deswegen haben wir eben auch die Trageberatung gemacht, damit wir da nochmal ein bisschen mehr Ahnung haben, weil es gibt ja super viele Marken, die tolle Tragen und Tücher und so weiter herstellen, aber auch da in diesem Dschungel so einen Durchblick zu bekommen über auch Techniken, Bindetechniken und halt so das Ganze mal zu hinterfragen, warum ist welche Trage für welchen Lebensmonat vielleicht noch nicht so optimal, auch wenn man die ganz viel auf Instagram sieht und so weiter. Genau, deswegen haben wir jetzt keinen Kinderwagen gekauft, sondern wir haben diese drei sehr hochwertigen Tragemöglichkeiten. Also die Ringsling ist nicht so richtig zum ich trage das Baby 100 Jahre lang, weil man das so quer hat und dann ist die Belastung nur auf einer Schulter. Aber gerade da drin kann man eben wohl auch stillen. Das finde ich super spannend und das könnte man halt ganz easy auch mal jemand anderem umbinden. Und das andere sind einfach ganz lange Tücher und da muss man dann natürlich schon so mit der Technik ein kleines bisschen klarkommen. Genau, und damit wir noch in Ruhe üben können, haben wir die auch jetzt schon bestellt. Und ich freue mich drauf, das auszuprobieren. Das machen wir jetzt aber bestimmt nicht heute. Die sehen richtig, richtig schön aus. Ich bin ganz begeistert. Ich schneide jetzt den Vlog fertig und fange dann mit diesem Surfboard an, falls ihr das sehen wollt, wahrscheinlich auf Instagram und auf meinem YouTube-Kanal, wie ich das ganze Ding umgestalte. Falls ihr euch gewundert habt, wer dieser süße Hund war, das ist Kaya, ein Labrador-Welpin, zuckersüß, echt richtig, richtig süß. Ich hatte früher eigentlich immer Angst vor Hunden, weil ich als Einjähriger mal umgerannt wurde von so einem riesen Schäferhund und die Frau so, oh ja, der will nur spielen und natürlich als Einjähriger checkt man das nicht und ich wurde halt komplett umgemäht von dem Ding und dann hatte ich echt ewig lang schon Angst irgendwie vor Hunden, aber ja, das war zuckersüß und ich konnte mit der richtig
Kuscheln und Schmusen auf dem Boden, beziehungsweise es ist eher verrücktes Spielen, wenn man auch die ganze Zeit so angesprungen wird. Aber es war sehr, sehr süß und wir hatten echt eine schöne Zeit. Jetzt hoffen wir mal, dass es uns beiden bald wieder gut geht und wir voll einsatzfähig sind. Ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Wie immer, macht's gut, schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und bis dann. Tschüss!